Zeus, einen wunderschönen guten Abend. So. Sind wir schon recht weit gekommen im Spiel? Ich bin mal gespannt, wie lange das noch geht. Ich glaube nicht allzu lange. Es sind nur 16 Missionen. Na Junge, was macht die Hand oder das Handgelenk? Geht's wieder? Before you go all red and do that angry maniac thing you do, maybe we could consider it a great opportunity. Geht wieder sehr gut, sehr gut. Ja, so eine Handverletzung ist echt nervig. So wichtig, die Hände, ne? Hammer. Vor allem überleg dir mal, du verlierst deinen Daumen, egal welchen. Du bist aufgeschmissen. Du, was willst du mit der Hand noch großartig machen? Das ist so krass. Morgen gibt's wieder eine Xbox-Karte. Das Standard-Ostergeschenk, ja. Ich habe am Montag habe ich Game Pass für einen Monat hier bei Kinguin, ne, meinem Partner, gekauft für 5,69 Euro oder so. Beautiful. 50 Euro. Ja, geil. Da kann man viel mit anfangen. Definitiv. So, gucken wir, wie es hier weitergeht nebenbei. Oh. Das ist hier so ein Testding. Na, den Mantau. Oh. Überladungsmodus, okay. Machen wir. Oh, geil. Den Modus mag ich. Das war's schon. Ich glaube, die gebe ich für Sea of Thieves aus. Außer es kommt noch was Gutes in War Thunder rein. Ehrlich, ja? Also ich war gestern Abend, war ich kurz davor, Avatar zu kaufen, das Spiel. Weil ich war da bei Kinguin, war ich noch ein bisschen am gucken. Und die haben das gerade für 41 Euro, ne? Also das haben sie eigentlich schon die ganze Zeit für 41 Euro. Aber vielleicht sollte ich da tatsächlich mal zuschlagen, dass wir das endlich mal zocken können. Da habe ich so Bock drauf. Da muss ich auch noch mal bei Digital Foundry reingucken. Weil die Grundeinstellung ist mega verwirrend. Man läuft da rum wie ein Bekloppter. Und da kann man Sachen einstellen, ne, wie ein Kompass und so weiter. Dass man weiß, wo es weitergeht, wo man hin muss. Es ist eine riesige Welt, man ist völlig verloren. Aber mit ein paar Einstellungen geht das Ganze. Ja, Xbox nichts Gutes im Angebot. Hm. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich guck da gar nicht. I'd prefer Dr. Blackwell, sir. Ready for debrief whenever suits you best. Oh ja, im Game Pass ist ja eigentlich so viel drin. Was willst du da noch großartig kaufen? Das ist ja das Tolle am Game Pass. Ja, da geht's rein. Oh, there you are. Ja, wenn wir das durch haben, ich weiß noch gar nicht, was wir dann machen. Also entweder habe ich bis dahin Avatar gekauft, oder wir machen, keine Ahnung, Assassin's Creed Valhalla, endlich mal reingucken oder so. Ich habe einige Spiele hier installiert. Hast du zufällig schon ein Ding reingeguckt? Oh, wie heißt das denn? So ein Horrorspiel, ist gerade ein Game Pass. Boah, fällt mir gerade nicht ein.
Remind them all oder so, also so heißt es nicht, aber so in der Art klingt es. Das Cover ist so ein Auto bei Nacht und vorne dran steht der Typ und Monster bla bla bla. Nee, nicht die Quarry. Das ist ziemlich blöd, The Quarry. Das habe ich meinem Cousin mal angezockt auf der PS5. Also das haben sie sehr, sehr schlecht gemacht. Ich bin Fan von solchen Spielen, aber das ist scheiße. Toffelino! Einen wunderschönen guten Abend! Na, wie heißt das denn? Oder Remind Them All? Oder irgendwie sowas. Ist es gerade... Muss halt kurz im drin sein. Ich habe mir nur die zuletzt hinzugefügten angeguckt und da war das noch recht weit oben. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Also die Videos sehen ganz cool aus. Auch so ein Horror-Ego-Gedöns, wo da die Möbel rumfliegen und so ein Kram. Richtig krass. Na, alter Mann, sagt er. Ja, soweit ganz gut. Soweit ganz gut. Müde war ich. Ich wollte eigentlich schon früher anfangen zu streamen, aber... Erstmal eine Stunde länger gearbeitet, weil kurze Woche ist immer die Hölle in der Logistik. Und da war ich sehr erschöpft, sehr erschöpft. Und immer denke ich mir, oh fuck, heute ist Donnerstag, heute ist Stream. Und dann bin ich jetzt mal eben hochgekommen. Was geht hier hin? Yeah. Nur 7 Euro, Jedi Survivor. Also wenn das verfügbar ist, dann muss ich das unbedingt spielen. Also Teil 1, ne, Fallen Order, war ja das allererste Spiel, was ich jemals gestreamt habe. Das ist quasi der Anfang von allem. Und das war so ein gutes Spiel. Das war so geil. More disgusting than I even imagined. Das war ja krass. The glamour's probably secured by more of these ugly tumors. Need to take them out to destroy the illusion. Wie seht ihr denn aus? Mia, einen wunderschönen guten Abend. Stramm gestanden. Jawollo. Bei mir steht alles stramm. Aber ja, Jedi Survivor, das muss. Und es wäre so geil, weil am 7. April habe ich ja 2-jähriges Jubiläum. Und wenn das jetzt natürlich ein Game Pass wäre, ne, über EA Play, dann wäre das so geil. Teil 1, das erste, was ich jemals gestreamt habe, und Teil 2 als 2-jährigen Stream, das wäre super. Aber ja. Aber ja. Oh, ein Bueno. Schmeiß zu mir, Mann. Soll ich euch mal verraten, was ich heute zum Abendessen gehabt habe? Hey, geil. Also auf der Arbeit ganz normal meine Brote gehabt für die Mittagspause. Und unser Speditionsleiter hat die... Idee gehabt, zum Bäcker zu fahren und einen Nussplunder zu kaufen, ne? Oh, geil. Aber ich habe ihn nicht angerührt, bis nach Feierabend, weil vorher kam noch eine Kollegin vorbei mit einer Tüte vom Götz mit 3 Croissants drin. Ich so, geil, das ist wie Weihnachten. Habe ich erstmal die 3 Croissants gegessen und dann, also so ein Stück. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Als Vergleich. Ja, so breit wie ein Xbox-Controller. Nussplunder. Alter. Ich habe seitdem nichts mehr zu essen gebraucht. Habe ich um 5:30 oder so, habe ich das gegessen auf der Arbeit. Das war fein. Schlecht für die Leber. Ja, zum Mc's. Boah, letztens war ich auch beim Mc's. Also dafür, dass ich jetzt jahrelang keinen Mc's gegessen habe, war ich dieses Jahr, glaube ich, schon 3-mal. Also ich muss schon zugeben, diese neue Rezeptur
Die schmeckt schon besser, die ist anders. Und die macht auch satt, was es vorher nie gemacht hat. Trotzdem ist es halt Dreck und Gift und eklig. Aber so hin und wieder, why not? Boah, weg. Alter, Alter. Oh, wie ich so Viecher hasse, ne? Die sind in so vielen Spielen. Ist das hier Series 7 für Arme? Boom. Ne, wir luschen. Boah. Ah! Alter. Goldene Möwe klingt doch besser. Also unter Freunden sage ich immer McDoof. Ansonsten Meckes. Oh, komm. Geh doch weg. Hey, hey. Komm. Uppercut. Oh, hier weg. Voll auf die 12. Oh, hast du einen Ersatzfahrt? Wenigstens ein E-Bike. Boah, ich will es endlich schaffen dieses Jahr. Also ich arbeite jetzt erst in der aktuellen Firma seit 1.7. Und bin dann noch einmal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Sind 23 Kilometer. E-Bike. Und hab halt eine Stunde 8 gebraucht, ne? Weil ich fahre nicht über Straßen, ich muss über Felder fahren, Feldwege und ach Gott, ach Gott. Und war dann halt auch ziemlich fertig, trotz E-Bike. Und auf dem Rückweg war der Akku leer. Nach einer viertelten Strecke oder so. Und bei uns bieten die Jobbike an. Und wenn ich das mal gebacken kriege, das ein paar Mal zu fahren, um dann zu merken, ob sich ein Jobbike lohnt, dann werde ich mir natürlich ein ordentliches E-Bike holen, ne? 20 Jahre alt, okay. Oh, jetzt habe ich... Heute habe ich das Handy ausnahmsweise mal unten gelassen, weil Akku leer. Pizza. Kettenraupe, das stimmt. Muss ich ein bisschen früher aufstehen, aber dann querfällt ein. Blood and these ugly critters again. Ja, aber ich hätte grundsätzlich schon Bock drauf, mit dem Fahrrad zu fahren. Weil, also Sport oder Bewegung an sich brauche ich gegen meine Depression. Das ist wichtig für mich. Und sich dann ständig aufzuraffen, runter ins Stadion zu gehen, zum Laufen, kann ich mir sparen, wenn ich, wenn ich mit dem Fahrrad auf die Arbeit fahre. Und halt wieder zurück. Genau, mit der Raupe. Als Grenzgänger. Wenn wir Aufträge nach Frankreich kriegen, ne? Was ja öfter der Fall ist, dann sage ich immer, nach Frankreich fahren wir nur auf Ketten. Drecksviecher, Alter. Geh doch weg. Oh, ich habe keine Batterie.
Boah, das war knapp. Boom. Zack. Was ist mit dir? Komm, für Daddy. Aua, aua, aua. Aber mach mir nicht weh. Ja, warum ist Zeus kein VIP? Gute Frage. Kannst du das machen, Mia? Der Teufel will ja kein Mod sein. Ich habe schon 28 Mal gefragt. Ungefähr. Der will nicht. Elementare Fragen. Genau. Der alte Trick aus DDR-Zeiten. Es gibt nie genug Mods. Wie viele Streams die Woche mache ich ohne Mod? Fühl mich ganz allein gelassen manchmal. Das kann nur der Streamer. Okay, warte mal. Oh Gott. Ah, kann man noch mit der Maustastatur spielen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ihr kennt den Rechner. Nicht, dass das Ding abstürzt, wenn ich jetzt rausgehe. Gestern ist sogar das Spiel abgestürzt. Wer in einem Zocken? Und dann halt auch der Stream, nachdem ich das Spiel wieder gestartet habe. Oh, später. Mächtiger Badaboom. Ja. Der ist auch immer seltener da. Ich glaube, der geht mir fremd. Geld, Geld, Geld. Money, money, money. Was? OHL? Achso. Nee. OCL. Oberste Chatleitung. Kann man eigentlich schon wieder was kaufen? Ich hole dir die ganze Zeit Geld. Wo war das hier, ne? 991 habe ich nur, ne? Wollen wir gar nicht gucken. Achso, habe ich Vorteilspunkte? Ne. Da ist Werbung für den Kinguin Shop. Geht einkaufen, Leute. Sehr viele Osterangebote im Moment, ne? Easter Sale. Wieder so Idioten, Kamikaze-Idioten. Oh, halt. Hast die Tage mal wieder Lust auf Autos da klatschen? Ja, auf jeden Fall. Nur jetzt nicht über Ostern. Also ich habe meinen Sohn von Freitag bis Montag. Das heißt... Oh, Flammenwerfer. Das heißt, Ostern fällt komplett flach. Ich habe Zeus schon gesagt, man könnte eventuell am Montag mal Vorteil zocken. Allerdings ist Montag der Tag lang. Da wird wohl vormittags, geht der Kleine wohl wieder nach Hause. Entweder fahre ich ihn oder wird geholt, je nachdem. Und da können wir aber ein bisschen Auto fahren natürlich. Oh, das habe ich gar nicht geguckt. Da. Oh yeah, burn, baby, burn. Ja, da können wir erst ein bisschen Auto fahren natürlich und dann Fortnite. Oder andersrum, je nachdem. Fortnite kenne ich nicht. Du hast Urlaub. Was ist denn hier los? Ja, ne? Da ist aber echt was los. Ich habe auch eine Schrotflinte, die ist auch cool. Aber immer nur ein Schuss. Kurz die Lage checken. Alles im grünen Bereich. Wenn du schon Autos da klatscht, kannst du Teufel auch gleich ein grünes Schwert anhängen. Das soll helfen. Ein grünes Schwert? Verstehe ich nicht.
Ja, bei Breakfast, lustig. Können wir auf jeden Fall machen. Mich ärgert es nur ein bisschen, dass mein Account nicht bei Steam ist, sondern auf Xbox. Da ist ja nichts mehr, ne? Ich bin ja völliger Anfänger. Das Mobsschwert? Verstehe ich immer noch nicht. Was ist denn das Mobsschwert? Ihr müsst bedenken, ich bin alt. Ich bin nicht drinnen in dieser Internetszene. Ich glaube auch nicht, dass sich das Internet durchsetzen wird. So oft wie das hängen bleibt und abstürzt. Na, deine Mods haben doch alle. Ach so. Ja, okay, jetzt habe ich's gerafft. Ja, wie du willst, Toffel. Gerne. Toffel, möchtest du mein Mod sein? Bin ich hier wieder zurück? Bin ich gestorben gerade? Nee. Er wurde auserwählt. Haha! Sehr gut, Toffel. Dann mache ich das. Ich traue mich nur nicht. Komm, ich probiere es einfach mal. Da. Okay. Bin jetzt nicht im Spiel. Nicht abstürzen, nicht hängen bleiben. Alle Dude. So. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich das sogar hier über Aktivitätsgedöns machen. Und dann hier. Toffel blockieren ist das, ne? Computer sagt nein. So, warte mal. Flüstern. Yuppie, Gründer. Ich hätte schwören können, ich habe das gesehen hier. 999 plus Nachrichten. Okay. Ah, hier. Mod-Status verleihen. Und Zeus zum VIP machen, genau. Ah, Zeus, jetzt habe ich dich gar nicht hier in der Liste drin. Bist du aktiv? Ja. Oder muss ich mal eben hier darüber? Aufstieg in neue Welten, genau. So, boah, hier. Rollenverwaltung, das sieht doch gut aus. Wo ist er denn? Hinzufügen. So. Da ist er doch. 8708. VIP. Speichern. So ist es VIP. WT? Ach, War Thunder. Ja, alles klar. Da, Zeus ist VIP. Du kannst an der Warteschlange vorbeigehen, ne? Du kannst den Schnelleingang benutzen jetzt. So, zurück in den Stream Manager. Zack, zack. Bin ich abgestürzt? Nein. Läuft. Ach Gott, was ein geiler Computer. Ey, ich habe eine Idee gehabt gestern Abend. Da ich relativ viel Sachen bestelle, auch Kaffee und so ein Kram, bin ich fast jeden Mittwoch in der Stadt oben im Handyladen, ne, wo die Pakete abgeholt werden können, hole da meine Pakete und dann gehe ich nebendran zum Dönermann meines Vertrauens und esse einen Jufka.
fast jeden Mittwoch. Jetzt habe ich da gestern da auf der Couch gesessen und habe gedacht, Alter, warum schlage ich dem nicht eine Kooperation vor? Weißt du, ich mache so einen Sticker, wo bei dem auf die Theke kommt. Und jeder, der ein Abo bei mir hat, kriegt 20% Rabatt. Ich habe das mal ausgerechnet. Bei einem Jufka ist das 1,75 Euro oder 1,70 Euro. Das sollte ja wohl machbar sein. Weil er kriegt dadurch ja auch mehr Kundschaft. Eigentlich eine geile Idee. Ne, ich krieg Abonnenten, er kriegt mehr Kunden, ich krieg Vergünstigung beim Jufka-Essen. Ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich muss es mal ausarbeiten, das Konzept. Aber ich glaube, ich nehme das ernst. Ich glaube, ich gehe da mal hin und frage nach einem Meeting mit dem Chef. Weil das finde ich schon eine geile Idee, muss ich gestehen. Ja. Nur noch grün im Chat. Ja, wäre auch geil, wenn der Dönermann mir ein Paket mitgibt. Ja, und der liefert sogar. Wie geil ist das denn? Naja, also das sind... Ja, mit dem Auto bist du 5 Minuten unterwegs, dann bin ich in der Stadt. Zu Fuß bist dann halt... Ich sag mal, eine Viertelstunde läufst du schon. Aber, wie geil ist das denn? Na, vor allem, weil er halt auch liefert. Oh, ich kann mir das ja mal liefern lassen dann. Das wäre eine geile Connection. Das wäre echt cool. Dann setzt du mich dann so rein wie bei Mafia, ne, oder der Pate. Sagt dann, ey. Weißt du, so in der Art. Du bist jetzt mein Baby. Fände ich schon cool. Ja, Zeus, zu dir würde er auch nicht liefern, tatsächlich. Oder? Wer weiß. Aber dann ist es bestimmt nicht mehr warm. Und da lernst du Leute kennen, die hast du im Dönerladen noch nie gesehen. Ja, genau. Genau. Oder die Idee ist doch eigentlich geil. Selbst wenn es nur 10% sind, ne? Das sind dann, was waren es? 85 Cent waren es, glaube ich. Ja, genau, 85 Cent bei einem Jufka. Der kostet 8,50 Euro. Also, da kann man doch was machen. Und dann hatte ich noch die Idee, 10% bei einem Abo auf Twitch und 10% bei einem Abo auf YouTube. Aber auf YouTube habe ich ja gar nicht den Status. Da bin ich ja nur, dass man mir followen kann. Aber ansonsten wäre das geil, ne? 10% hier, 10% da. Und dann habe ich mir auch schon überlegt, wie ich das mache. Sobald jemand ein Abo abschließt, schicke ich demjenigen eine E-Mail mit einem Wort, ne, irgendein Safe Word, irgendwas, mit Dönermann in Kopie. Und dann kann der für 4 Wochen vergünstigt dann bei dem Essen gehen. Halt nur für 4 Wochen, solange wie das Abo läuft. Nicht dumm, oder? Ich wohne Arsch der Welt. Da bin ich ja schon. Hallo, Emma Rex. Einen wunderschönen guten Abend. I'm fine, thanks, and you? Where are you from? Ja, Dunkeldeutschland ist doch immer Arsch der Welt. Jawollo. Naja, aber... Was haltet ihr von der Idee? Ich meine, das hat jetzt keine großen Auswirkungen, ne, auf meinen Kanal oder auf seinen Laden, aber es ist eine Art von Werbung. Und das finde ich doch ganz cool. This is a... This is a vapor. Mint taste. Quite good. You're from Europe. Where in Europe? I'm in Europe too. Germany. Ja, ich finde das geil. Ich
finde das geil. Also ich habe ihn schon soweit. Dadurch, dass ich ja jeden, also fast jeden Mittwoch bei ihm bin. Meine Rechnung ist dann immer, also ich hole mir einen Jufka mit Schafskäse und einen Uluduck dazu. Und das sind dann 10,99 Euro. Ich zahle aber immer nur 10 Euro. Also, so weit habe ich ihn schon. Also ich denke, mit dem kann man reden. Da kann man sowas machen. Yeah, you smoke also sometimes. From Greece. Oh, Hellas. I don't speak Greece. Or Greek. But I like the Greek food. I'm there at least once a month at a Greek restaurant down the road. Like it. Very nice. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier rein. Boom. Ah, du hast die Karte schon. Du hast doch gesagt, morgen erst. Nicht, dass du jetzt schon Kohle ausgibst, die du noch nicht hast. Alter, was sind das für Viecher? Da gab es mal so einen Horrorfilm in der 80er oder 90er. Ich glaube, 80er war das noch. Slugs hieß der. Die sahen genauso aus. What I do other than streaming? I have a normal job in logistics, actually. I'm in operations, truck planning. And you? What are you doing when you're not watching Twitch? Oh, was das denn für ein Vieh? Ach so, aber die Kohle hast du schon, ja? Kaufst du morgen. All right, you found me on X or Twitter or whatever you want to call it. That's nice. That's nice. Good to know that, someone is seeing it. Ja, Zeus, da gebe ich dir recht. At this moment I knew it. Christ is a goddamn blood factory. Was ist denn hier los? Okay, okay. Da muss ich mich mal, glaube ich, mal kurz konzentrieren. Graphic Designer. Oh, I see. I see. I'm sure that's a pretty good job. It's good if you're able to do such things. Boah. Whoa. What the hell? Oh, oh, oh. Yeah, of course, if you can satisfy your customers, that's always a beautiful feeling. For sure. Ja, genau, ein bisschen Stimmung machen hier. Heute ist Wochenende. Ja. Bam.
kaputt. Hey, hey, hey. Ich bin voll mit Choki. Puh. Nice. Hey, Emma, thanks for your follow. So, können wir kaufen. Immer noch nicht. Wir brauchen Geld. Money, money, money. 101 Geld. So. Not a living soul. She changed every last one of the workers. Yeah, I appreciate that. Zeus, du hast Wreckfest ja nicht auf Steam, ne? Wie wir gemerkt haben. Sonst hättest du da ja mitzocken können. Aber wir können das ruhig kombinieren. Das war ein bisschen Wreckfest, ein bisschen Fortnite. Haben wir ein bisschen was nachzuholen, ne? Nach 4 Tagen. Ja, wie komme ich da denn rüber? Kann ich da hoch? Huh. Yes, you can, for sure. But I know what the question will be. I know it already. Nee, not so. Dominik, da ist er wieder. Guten Tag. Ja, ich muss auch Dienstag wieder los. Alle außer Toffel müssen Dienstag arbeiten. Wie war das? So, ne? Ne, so. Und Dominik ist fleißig am Lernen. Ah, erstmal rüber. Dominik hat in 4 Wochen Prüfung. Exactly, Emma. You wouldn't believe how often I get this question. Is it on Twitter or Instagram? And my answer is always no. My niece is a graphic designer, and she can do any everything I want. But I need to find the time to. Tell her what I need. Right, okay. Nicht am Lernen, Dominik. Ei. Ja gut, wenn es drauf hast, dann hast du es drauf, ne? Ich habe ja nie eine Abschlussprüfung gemacht oder so. Also ich weiß nicht, was da abgeht. Ich kann mir nur vorstellen, dass da Fragen kommen, an die man vielleicht gar nicht denkt. Ja, das stimmt, Toffel. Wir hätten alle Urlaub einreichen können. Dann hätten wir auch mal so richtig schön ein paar Tage am Stück durchmachen können, durchballern. Ja, bestimmt, ne? Solche Fragen. Du hast auch einen Kontakt, designmäßig, oder was? Ja, meine Nichte ist Grafikdesignerin, die hat auch für Zeitschriften gearbeitet und so. Die kann das.
Aber die braucht halt Entwürfe von mir. Damit sie weiß, was sie machen soll. Und da habe ich aktuell einfach nicht den Kopf dafür. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, also ich würde schon gern so in den Wikinger-Style gehen. Oder auch das Gesicht von mir als verschiedene Emotes. Aber im Wikinger-Style. Aber ich habe keinen Plan. Ich muss mir irgendwann mal was einfallen lassen. Wenn ihr Ideen habt, schießt sie in Discord. Vielleicht passt das ja. Dann würfel mal. I found it, honey. Also ich hätte bestimmt Urlaub einreichen können. Bei mir ist nur die Problematik mit dem Kleinen und den Ferien und Schließzeiten im Kindergarten. Er ist jetzt noch im Kindergarten. Ab September geht er dann in die Schule. Und da muss man sich schon ein bisschen an die Schließzeiten, nennt sich das, richten. Dass man halt auch Zeit mit dem Kleinen verbringen kann, ne? I can have a look, Emma. I can have a look at your work and see if it would fit or not. That's no problem. Whoa. 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 Alter. Lade nach. Da hinten kommt noch mehr. Da auch. Oh, wo sind wir jetzt? So, jetzt musst du erstmal gucken. Da hing doch irgendwo einer. Da. Gibt nämlich auch Geld. Die haben nämlich Kohle einstecken, die. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ja, gar nichts gemacht. Ich hab nur eine Bier getrunken. Yeah, okay. Okay, Emma. That's never a good sign. If you like, you can send me a DM on his Instagram. Then it's easier for me to find you. And then I'll have a look. Like locusts. Sounds good. Und jetzt. Ah. Hä? Ah, doch, hier war der. Okay. Da geht's nicht durch? Ne, dann hier weiter. Und ein Sound mit dem Wikinger-Schrei fehlt noch dazu. Hm, ja, könnte man machen. Könnte man machen. Zu welchem Event? Oder meinst du hier im Soundboard? Ich meine, so overlay-mäßig ist das ja alles schon so angepasst, sage ich mal. Ich habe unten habe ich mal eine Zeichnung gemacht. Als Kanalbild quasi. Mich dann mit dem Wikingerhelm und auf der einen Seite eine Axt und auf der anderen Seite meine Gitarre. Weiß ich noch nicht, ob das so umsetzbar ist. Ich habe dann auch mit ChatGPT, habe ich mal versucht, mit einem Foto von mir, mich als Wikinger darzustellen. Es hat nur so semi-professionell geklappt. Soundboard. Ja, okay. Okay, da muss ich mal gucken, ob es sowas gibt. Ich habe ja hier in dem Soundboard nur die Auswahl von denen. Also ich kann da nichts hinzufügen. Nichts Eigenes. Aber ja. Muss ich gucken. Ach, guck. Wenn man drauf schießt,
Dann explodieren sie gleich. Hehe. So, es gab's Geld. Only on Twitter. Nah. Sounds a bit suspicious. I think you understand, yeah? It's like going in a chat room and, yeah. Please contact me on WhatsApp. No, I don't. There are many ways to get in touch, so, it's always suspicious when, you're forced to be on one platform. So, nope. Todesstoß, 5000, können wir uns nicht leisten. Was haben wir hier noch? Fette Knarre, aber auch 5000. Ah, es kostet alles 5000. Ich erinnere mich. Repariert er sich? Sah das so aus eben? Oh. Oh nein, 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 nicht die Viecher. Muss ich nur mal gucken. Ah, wo lang könnte es gehen? Kann ich nicht abschießen, ne? Ja, mir. Thanks. Good point. Hier. Ah, hier geht's weiter. Ich will noch gar nicht weiter. Dann gehen wir doch mal da hoch. Wollte noch ein bisschen Loot abgreifen. Der geht nicht kaputt, ne? War das eine Kiste? So durch? Nein. Was habt ihr denn eigentlich so geplant über Ostern? Familie besuchen und so ein Kram. Achso, hier geht's hoch. Ne, geht's nicht. Da geht's runter, aber nicht hoch. Na, dann gehen wir wahrscheinlich außen rum. Alles klar, Zeus. Dann hau mal rein. Viel Vergnügen. Viel Spaß im Xbox Shop. Son of a... Another ancient beast. Fucking great. Das ist gut, Toffel. Ich hatte gerade die gleichen Gedanken. Äh,
es ist aber schon ein fettes Teil, ne, wenn ich es mal so gestehen darf. Soll das ein Krokodil sein? Bis Montag, ja, perfekt. Er lernt gerade von dir. Geil. erste Aktion durchgeführt. That's a hell of a tooth. Alter, aber echt, ey. Mich würde mal interessieren, wie dieses Mod-Fenster aussieht. Ich lese immer Verbesserung hier, Verbesserung da und jetzt ist es noch einfacher und so. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ganz auch so. Das hat es gerade schon Serious Sam Vibes, oder? Ich hoffe, das habt ihr alle mal gespielt, ne? Serious Sam. So geil. Nun zu dir, Spaßvogel. Boom. In your face, motherfucker. Lernt Toffel gerade Hunger zu haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich auch noch mal was essen soll, ne? Also kalorientechnisch bin ich ja, glaube ich, für die nächsten zwei Tage schon durch. Ja, noch drei Croissants vom Götz. Das ist wie diese Schokobrötchen, nur ohne Schoko halt, ne? Also Blätterteig mit viel Butter und so. Christ, what a stick. Und dann halt diese Riesenklopper von Nussplunder. Eigentlich sollte ich nichts mehr essen. Ich habe auch nicht so das Hungergefühl. Aber eigentlich gar keins. Alter! Wo sind wir jetzt gelandet? Der Wurm. Oh. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. So nicht. Alter, was geht? Was geht? Gegner ist? Oh, hat nicht gereicht. Alter, so schnell kann man sich ja gar nicht bewegen. Ui, 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 ui. Ich schieß halt mal. Alter.
tut sich nicht viel, ne? Nächste bitte. Alter, was ist deine Mission? Okay. Ich glaube, das wird was Längeres hier. Oh, nee, ne? Voll assi. Ja, natürlich, natürlich. Alter, was geht denn? Ich hoffe für euch, dass das ein Endgegner ist. Weil sonst wird es zu schwer. Meine Fresse. Der ist wirklich heftig, ne? Alter, die ganze Zeit war das so easy, so locker. Und jetzt? Zum Schießen krieg. So nämlich. Aua. Oho. Zwischenboss, ja. Am Ende ist das Level 1. Jawohl. Mit dem Stromschild geht auch nicht. Aber so geht's. Oh, oh. Und zwei neue. Ja. Und er auch noch. Bringt überhaupt nichts, wenn ich das Ding angreife da. Ah.
war er doch. Alter, was hier abgeht. Schaden! Kann ja wohl nicht angehen. Er kriegt gleich einen Krampf in den Finger, ey. Zweimal. Eins, zwei. Boah, was geht denn? Und immer noch Viertelze Energie. Oh, oh, oh. Oh, nochmal das Ganze, Alter. Oh, 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 schnell, schnell, schnell. Uiuiui. Alter, jetzt ist alles auf einmal. Nee. Ich muss gerade überlegen, was habe ich noch für Waffen? Oh. Hör das nochmal auf. Boah, schieß, Alter. Komm, Flammenwerfer. Oh, halt. Lass mal Energie. Wo ist der Flammenwerfer? Da. Boah. Leute, Leute, Leute. Ich versuch's, Doppel, ich versuch's. Hier weg. Hui. Schieß, Alter, schieß. Warum lädst du nur so wenig nach? Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ah! Weg ist es.
komm. Oh. Getroffen. Alter. Boah. Das war ja richtig heftig. Mein lieber Schwan. Das war ein Kampf. Das muss ich erstmal erwähnen. Junge. Genau, verbrenn das Ding. So ein Sandwurm von Dune will ich nicht mehr sehen. Schon gar nicht, wenn er so ein Maul hat wie ein Predator. Gott, ach Gott. Hoffentlich war das der Endboss, Alter. Das sieht nicht so aus. Was kommt da noch auf uns zu, Mann? I'll take that. Noch mehr Geld irgendwo? Erstmal nach Loot gucken. Oh mein Gott, bist du lost. Das habe ich ja noch nie gehört. Wahrscheinlich mal irgendwann ausgewählt. Aber lost? Hey, ich war gut. Das war vielleicht die beste Aktion, die ich jemals im Stream gemacht habe. Ohne auszurasten vor allem. Alter Schwede, ey. Das war aber jetzt schon heftig. Oh. Waren wir schon mal da oben? To be honest, I'm skeptical. Nee. You. Anybody ever heard of a colossal monster with a forest growing on its back? Cause I got some samples. Mine. Trinken. Trinken ist auch wichtig. That's a Micanac. Here in Indian folklore, it's some kind of minor deity. With a knick-knack, Paddywhack, give it a go-bone. This old man came rolling home. That means we found yet another blood factory set up by Debano and Felicity. That would explain why they attacked Baxter. They were protecting their source. The ancient blood they used to transform sie their beschützen familiars. Ihre Soße. Wer ist es? Knorr oder Maggi? Quite some time now, allowing those foul bloods to spread all over the country. The good news is, it won't do it anymore. Help! Dr. Blackwell, somebody! Mach dir ein Bild von William Randys Zustand. Oh, was ist mit Papa los? Also, ich vermute schon seit von Anfang an, dass der von... Also wir sind von Vampiren überfallen worden, wer es nicht gesehen hat. Und ich denke mal, dass mein Vater da infiziert worden ist und sich langsam in einen Vampir verwandelt. Könnte ich mir vorstellen. Und dass dann bestimmt der Endgegner ist. Ja, ich bin auf dem Weg. Wohin? Nach oben. Was los, Annemarie? Da, siehst du? Er verwandelt sich. Daddy. Da hatte die Schreie bis in den Keller gehört. Even if he doesn't kill us in our sleep, that link in his head will lead the ticks right to us. Then let them come. Killing ticks is what the Rentier Institute does. You listen to yourself? This isn't about your birthright. This is what happens when we run a government agency like a goddamn monarchy. Total entzündet hier. Ich weiß nicht warum. As soon as Daddy Dearest. Keep talking to me about the rules, you bureaucratic. Da habe ich mir eine Wimper reingerammt. Oder keine Ahnung. Aua, tut das weh. How about finally telling me where Edgar went? He's in Maurepas, searching for the plant to make the regen compound. The regen compound? Now you're wasting what little resources we have left chasing a fairy tale?
Listen, Mr. Gravener's an experienced agent. If he didn't have faith in his mission, he wouldn't bother. We are at war, Doctor. Who else is worth saving, if not the leader of the Institute? And in the long run, das it could Institut. Help everybody if the thing by some miracle actually works. You have until tomorrow morning. In the meantime, your father will be restrained and placed under round-the-clock supervision. Fine. I'm gonna get Edgar's ass out of those swamps. Kling Lang Plan. And if I get back with that plant and I still see that shotgun in your hand, you better damn well prove you know how to use it. Hat recht. Kann man nicht anders sagen. You picked a strange time to assert yourself, Virgil. Why'd you back Jesse's quest for this? Alter, was kommt da noch für Gegner auf uns zu, ne? The scientists at the manor didn't find Boah. Anything. Doesn't mean there isn't something there. I mean, did they ever let you take a look? No. We have a habit at Calico of making the impossible happen, Doctor. I fixed Mr. Jesse's gauntlet, made it better even. Scott found the best lead we have with those leeches. If anyone can make that compound work, it's you. Das sieht ja aus wie bei Fortnite. Und bei Fortnite ist es auch nicht gut. Oh, hier. Ha! Vorteilspunkte. Was kaufen man? Also. Antäuschen. Da denke ich nicht dran. Tötest du einen Gegner in der Luft, lässt dieser ausnahmslos Energiebündel fallen. Nee, das interessiert mich auch nicht so, der Strom. Nachwehen. Oh, das sieht gut aus. Drücke nach... Achso. Bin ich im Falschen? Nee, das passt eigentlich. Drücke nach einem Schockwellenschlag. LB, RB, um im Anschluss einen noch mächtigeren Angriff auszuführen. Nö. Mitten ins Schwarze. Ein Treffer auf eine Schwachstelle des Gegners gewährt eine Chance, 15% einen Heilungsgegenstand zu erhalten. Im Prinzip nicht dumm. Oh, Gegner in der Luft erleiden 25% höheren Schaden. Das finde ich gar nicht schlecht. Das benutze ich ja hin und wieder. So, was kann der andere Handschuh? Okay. Kurzschluss. Beim Töten eines unter Strom stehenden Gegners erhält man ein Energiebündel. Ja. Ja, den haben wir ja schon. Ah, Projektile blocken. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Die gehen wir nämlich auf die Nüsse. Nüsse. Kugeln und Druckwellen können nicht zerstört werden. Okay. Hamstern. Oh. Das ist gut. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Schön die Sachen einsammeln lassen. Those are Edgar's. Must have found that plant here. Oh. Was stimmt mit unserem Kumpel Edgar nicht? Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Cash. Oh, das reicht. Einkaufen. Oh, was haben wir hier? Blaster. Die elektrisch modifizierte Version des Rentier Revolvers, die mehr Schaden verursacht und deren Kugeln von Gegnern abprallen und zum nächsten springen können. Das ist an sich schon mal nicht verkehrt. So, und Honshu. Der Schocker-Finalstoß erzeugt eine Stromspitze sowie ein Energiebündel. Ja. Was haben wir hier? Gewehrschaden wird um 20% erhöht.
Das ist doch genau unser Ding, oder? Komm. Einpacken. So. Weiter gucken, dann muss er hier lang. Oh, und jetzt? Und was hängt da? The trail leads this way. Christ, wish I had a map of this place. Okay. Kein Loot. Ich brauche noch so viel Kohle. Ja, da können wir die neuen Gewehrkugeln ja mal ausprobieren da unten, ne? Ach wart. Oh, Werwölfe. Oh, wir haben ja. Jesus! Wir sind fies. Aus, wie er aussieht. Oh. Verstehst du? Kurz mal. Okay, wir kamen von da. Dann gehen wir da hin. Wie sich das entwickelt hat, das Spiel, ne? Was habe ich gesagt am Anfang? So billig, so einfach. Und? Also ich hoffe, dass es immer noch so ist. Genau, Schwierigkeitsgrad Geschichte. Stellt kaum eine Herausforderung dar, damit die Spieler sich auf die Handlung konzentrieren können. Jupp. Dann gibt es noch normal, es gibt noch schwer und es gibt böse. Nix für mich. Was soll ich mit 80 piepen? Da auch noch ein bisschen Blitz. Ah, hier geht's weiter. Dann gehen wir erstmal gucken, ob hier noch Loot liegt. Da liegt was. So. Sonst nicht. Something broke the boat, but it looks like you managed to escape. Emma, it's okay. Please don't spam, okay? Eine der exotischeren Präzisionswaffen, sehr stilvoll, aber selten von RI-Agenten verwendet. Sie wurde sowohl für Einzelschüsse als auch für Dauerfeuer konstruiert. Nach oben drücken, um zwischen Armbrust und Gewehr zu wechseln. Okay. Können wir gleich mal testen, das Ding. Nein. Warte. Oben hat, haben sie gesagt. Ah, jetzt.
Oh, das ist gut. Ey, stabile Waffe. Stabile Waffe. Wo geht's da hin? Ich will da hin. Da kam ich her. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Dann mal weiter. Nothing alive here except those freaks. Kiste. So. Wo geht's jetzt hin? Da können wir wieder eine Kiste holen. Und dann gehen wir mal weiter hier, ne? Da. Erledigt. So, dalle. Dann weiter. Ich frage mich, wie ich das schneiden soll für YouTube, ne? Weil es hat nur 16 Missionen. Aber da sind wir doch schon längst drüber, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wo hatte ich das Ding gesehen? Da. Sind das Missionen? Ja. 8 Missionen. Okay. Dann war das ein Zwischengegner vorhin. Die Hälfte des Spiels. Ich dachte, wir wären schon viel weiter. I'm taking it. So, ein bisschen Gas geben hier. Burn. Burn, baby, burn. Ja, damit. Nice. Okay, dann kommen wir wieder zurück. Und hier lang. Gucken wir uns die Geschichte mal an. Ah, brauchen wir gar nicht. Burn it down. Jawohl, Mia, sehr gut. Das war ja schon fast Scam hier. Jesus, who the hell would want to set up camp here? Geht's da weiter?
Ja. Ganz genau, Mia. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Wenn ich hören will, muss fühlen. War das jetzt so ein Perma-Bann? Also, ich kenne mich ja nicht aus. Anscheinend, ne? Vorhin war ein Timeout und das ist jetzt ein Perma-Bann, wenn ich es richtig interpretiere. Smash it. Eine Sperre, ja, ja, okay. Ein Bann. Blood everywhere in one big ass spider web. I hate spiders. Das ist ein Bann für immer oder bis man sich entscheidet, den aufzuheben. Ja, genau, genau. Man kann, also wer Arachnophobie hat, ne? Man kann die Spinnen auch ausschalten im Menü. Gibt es extra so eine Arachnophobie-Option. Ich hasse ja, also, was ich hier Spinnen habe. Uah. Nee, sind gar nicht süß. Gerade in der Nacht von vorgestern auf gestern. Ja, vorgestern auf gestern. Bin ich aufgewacht nachts um zwei und war einfach, keine Ahnung. Ah, ich habe Krämpfe gehabt. Krämpfe in der Waden. Jo, und dann bin ich nochmal pinkeln gegangen und dann bin ich nochmal einen rauchen gegangen. Und dann sitzt da so im Wohnzimmer und da sitzt so ein Vieh. Also hier sind sehr viele solche Viecher, die ich ständig wegmachen muss. Und ich war so müde und kaputt. Und hab ich gesagt, lass sie hängen. Die rennt hier irgendwo immer noch rum. Ist ja nicht die einzige, ist mir bewusst. Aber ich habe rauchen die ganze Zeit dahin geguckt. So. Und, oh Gott. Und dann am nächsten Morgen fing das an, dass das hier so ein bisschen gebrannt hat auf dem Auge. Da habe ich schon gedacht, die Sau. Die habe ich bestimmt bis ins Schlafzimmer verfolgt. Und habe ich angepinkelt oder so, weißt du. Aber das ist mir eingefallen, ich habe ja so eine Schlafmaske auf, ne, dass alles dunkel ist. Kann ja gar nicht. Ich glaube, hier sind wir richtig. Blut. Oder? Das ist auf jeden Fall mal eine Kiste. More money. Oh, noch Dokumente. Twisted and cut. Ne, mit Spinnen habe ich echt ein Problem. So, das ist. Ekelt mich an. Also keine Arachnophobie, ne? Also ich krieg da keine Panik oder so, aber ich finde die einfach nicht angenehm. Das ist nicht so meins. Mit Regenwürmern, den habe ich gar kein Problem. Null. Wo ich noch klein war, ne? So 6, 7 ungefähr. Da hat mein Vater ein Aquarium gehabt, ein recht großes. Und also meine Eltern hatten da eine Pension. Ganz ordentlich, das Ding. Und auch einen riesen Garten dabei. Und habe ich bei Regen, habe ich dann immer die Würmer rausgepult und habe die ins Aquarium geschmissen, dass die Fische die fressen.
Ja, alles andere magst du. Ehrliche Gänsepelle. Mit denen spiele ich auf der Hand und so, oder? Die mag ich. Kommt es da ein bisschen auf die Größe drauf an? Weil wenn ich jetzt so an Wattwürmer denke, das sind ja schon Klopper, ne? Boah, krabbelt es mich überall, ne? Wenn ich sowas sehe hier. Ich habe im Auto habe ich eine Spinne gehabt. Oh Gott. Ich meine, das war vorgestern. Bin mir nicht sicher. Ich setze mich ins Auto morgens, will auf die Arbeit fahren, ziehe den Gurt rüber und dann krabbelt so eine Spinne, also eine kleine, keine große, aber knallgelb, krabbelt hier über meinen Gurt drüber. Oh Gott, raus aus dem Auto, die Jacke ausgeschüttelt. Ich so, Alter, was ist denn jetzt? Aber die war nicht mehr da. Die ist dann anscheinend in den Fußraum, unter den Sitz oder so. Und ja, bin ich dann losgefahren. Und die ganze Zeit beim Fahren, also 23 Kilometer, wo ich fahren muss. Und die ganze Zeit geguckt, wo ist das Vieh? Und dann war ich ja natürlich aus der Dusche frisch raus, die Haare noch am Antrocknen. Und weißt du, wenn Haare nass sind, die kleben wir dann noch zusammen und wenn sie trocknen, gehen sie langsam auseinander. Und das spürt man ja auf der Kopfhaut, ne? Wie so ein Kribbeln. Und ich die ganze Zeit gedacht, oh fuck, Alter, die Spinne ist auf meinem Kopf. Ich war froh, dass ich keinen Unfall gebaut habe. Die saß mal im Nacken, hat zugeguckt, wie ich fahre. <Und dann, hui. lacht> Größe ist egal, Wurm ist Wurm für mich. Ich hätte es vermutet, dass die vielleicht noch unangenehmer sind, die Wattwürmer. Oder weniger unangenehm, weil sie größer sind. Da kann es sein, dass ich mich hier verlaufen habe. Ah. That eight-legged freak was hunting him down. Ich habe vorhin habe ich ein interessantes Bild gesehen auf Facebook von einem Kumpel. Da war ein Bild vom Mercedes Cockpit. Mit dem großen Tablet halt, ne, wie auch bei Tesla und so weiter. Ne, in der Mitte als Mittelkonsole haben die ja die Tablets. Und dann stand halt drunter, ja, Handys verbieten sie. Und Autohersteller dann so. Und das Bild mit dem riesen Tablet drin. Eigentlich gar nicht so dumm, ne, wenn man mal drüber nachdenkt. Wie die Autoindustrie das dann so geregelt hat. Guess this is that giant arachnid's lair. Oh. Klingt nach Gegner. Wrapped up like a mummy in a web. Guess he got away. Ja. Was? Wer bist du denn? Alter. Alter, hörst du auf? Boah. Alter, lass mich. Beweg dich doch, Alter! Blöden Spinnweben. Kann ich auch. Knilch. Hey. Oh, und auch noch Werwölfe.
Nee, ne? Gleich ist vorbei. Gleich ist vorbei. Gleich bin ich des Todes. Da. Oh, oh, oh. Das entwickelt sich nicht gut, das Spiel. Nein, nein, nein. Das entwickelt sich gar nicht gut. Aber, boah, ich häng schon. Ich muss überlegen, was mache ich mit dem? Weg mit den Spinnenweben. Aua. Piss dich, Digga. Habe ich dich. Was macht ihr denn? Gleich hab ich dich, gleich hab ich dich. Oh. Nur zu dir, Wolfi. Boah. Mein lieber Schwan. Die Uhr rappelt. So. Oh, wir können uns was... Nee, können wir nicht. Sieht du noch... Ja, im Vergleich zu dem anderen war das easy. Dieses Ausweichen ständig, das bin ich nicht gewohnt. Normal bin ich der Stärkere. Flammenstrahl. Dank der verbesserten Düse ist die Reichweite des Flammenwerfers um 30% erhöht. Gar nicht dumm. Aber auch das kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir gar nichts leisten. Aber ich habe noch einen Vorteilspunkt. Mhm. Das nehmen wir, glaube ich, mal mit. Okay. Okay, okay. Kurz die Lage checken. So. Was ist hier? Da kamen wir her. Da gehen wir hin. Natürlich Gold. Oder Geld. Okay. Und Story. All right, let's stick to the facts. Bloom researched vampiric legends, a lot of myths and hoo-ha about some sort of plant.
One that could allegedly reverse the process of the change. It's considered an affront to the purity of the royal blood. Ominous. Müssen wir für kleine Königstiger. But can it work? From a biological point of view? Now and then, some of those legends contain a grain of truth. An endemic species like this may have peculiar properties. If researched properly, some cell mutations, I don't know. Imagine how many people we could save if you made it work. Look, I'm not a miracle worker, Virgil, but I'll give him ja, a best shot. Sogar etwas dringender, Pippi. Ging flott. Weeby. So, da die Kohle. Gucken wir da rein. Nein. Hätte ja sein können. So. Ich habe genug Geld, um das zu kaufen. Das erweiterte Magazin der Ambrosen enthält zwei weitere Bolzen. Einkaufen. So. Wisst ihr zufällig, wann das Indiana Jones Spiel rauskommt? Was ist das für ein Rattenvieh? Ah, der Maulwurf, den hatten wir doch am Anfang schon mal. Revolver. Oh nein. Die blöden Viecher wieder. Ich hab schon eine Hand ab von ihm. So. So geht das und nicht anders. Okay. Sonst kein Loot. Dann weiter. Hm. Die gehen da nicht, ne? Oh. Da ist nichts drin. Geld. Jo, als wenn es jetzt so ein weiter Sprung gewesen wäre. Stellt sich an. I'm almost there. I'm almost there. Oh, didn't expect that in this damn jungle. Ja, ungewöhnlich.
Ich glaube, wir sind wirklich bei Fortnite. Get out of my dreams. Get into my car. Ja, da geht's weiter. Dann gehen wir erstmal da lang. Oh. Geht's doch hier weiter. Achte auf giftige Dämpfe. Finde den Weg über die schwimmenden Planken führt. Okay, warte, dann gehen wir doch erstmal dem Hinweis hier folgen. Did you break this damn bridge, Edgar? Now we need to find another way. Ja, den habe ich schon. Den habe ich schon gefunden. Geht nämlich hier lang. Okay. Ah, die versacken wieder. Okay, guck mal, hier ist Geld. Okay. I'm gonna run, 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 run. Oh. Da ist es. Money. Ich verabschiede mich mal für heute. Noch viele Folgen, einen schönen Abend noch. Dankeschön, wünsche ich dir auch dafür. Mach es gut. Und danke fürs Reinschauen. Schöne Ostern. Ich weiß noch nicht, was man da feiern soll. Aber schöne Ostern. Muss man mal einen Christ fragen, was man da so feiert. Das ist aber ein Labyrinth hier gemacht. Oh, da waren wieder versenkbare Böden. Okay. Da auch wieder. Habe ich verpasst? Bringt nicht Geld, ne? Okay. Lass uns mal gucken. Ja, ich gehe ja schon. Ja. Ah. Hängen geblieben. Shell. Hm. Energiehammer. Ah. Okay. Ach, ist ja gar keine Herausforderung hier. Das kann ja wohl jeder. Wo geht's da hin? Das will ich wissen. Nirgendwo geht's da hin. Ja, was ist hiermit? Ah! Sache doch! Okay.
Kurz die Lage checken. Na, hier komme ich da so nicht rüber. Dann muss es hier weitergehen. Da ist nichts. Okay. Da können wir hoch. Da auch. Gehen wir erstmal da hoch, würde ich mal behaupten. Kiste. Alles klar, Mia. Dann gute Nacht. Schöne Ostern. Und danke, dass du da warst. Ich mache auch nicht mehr allzu lange. Ich mache das Level noch fertig und dann geht's auf die Couch. Morgen brauche ich die Energie für den Sohnemann. Dankeschön. Can't make it without a rope. Ja, ist richtig. Wo kriege ich die Rope her? Oder für einen guten, auf einen guten Ort hin. Um mit deiner Armbrust eine Seilrutsche zu spannen. Ach jo. So was geht. Da. Aber wie? Hä? Wie soll ich denn eine Seilrutsche spannen? Ah, finde zuerst ein Seil. Da sehe ich ein Seil. Das kann ich aber nicht haben, ne? Ah, da hinten. Da hinten. So, da kommen wir von hier aber nicht rüber. Müssen wir wieder zurück. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Da ist es doch. This could come in handy. Aber jetzt. Aber jetzt. Jo. Untersuche die Schlümpfe. Energie klingt nach Gegner, nach großem Gegner. Okay. Halt, da ist vorne ist die Kiste. Okay. Cash. Cash in the cash. Was ja nicht unbedingt schlimm ist. Oh. Oh ja. Da sind schon wieder Viechers. Okay.
fragt mich, was damit los ist. Und ich frage mich, wann das wieder weggeht. Erreiche die Kirche. So. Die haben wir noch, okay. Ey, ich hab doch Flammenwerfer aktiviert. So, ihr Bitches könnt auch burnen. Au. Yo. Das ist die Kirche. Die haben sie im Dorf gelassen, würde ich mal so sagen. Okay. Ja. Ach so, weil der Maulwurf noch nicht erledigt ist. Wo ist der? Komm her. Mauli. Ah, da. Da hinten. Na, das ist nämlich einmal einen coolen Bug. Dann schießen wir mal eine Weile, ne? Ausgewichen. Und weiter zur Kirche. Ah, jetzt leuchten noch die Ketten. Okay. Tudum. Vielleicht ist ja unser Kumpel da drin. So. Ich glaube, das ist keine christliche Kirche. Würde ich jetzt mal so behaupten.
da geht es nun mal eben nicht weiter. Burn, baby, burn. More money. Money ist immer gut. Ah ja, okay. Dann müssen wir sogar hier lang. Edgar, I'm starting to doubt your navigational abilities. Getting hot in here, so take off all ancient your clothes. Gates. I have a bad feeling about this. Me too. Oha. Ich glaube, das ist wieder so ein fieser Bossfight. Sind das für riesige Erdbeeren? Machen die daraus Erdbeerkäse? Okay. Zwei Räder. Ja, geht natürlich nicht. Looks like there's only one way out of here. Uh-huh. Dann machen wir hier nochmal. Oh, bitte kein Rätsel. Guck mal, da ist eine Truhe. Oh. Edgar? Jesse? Open the gate! I'm stuck in here! Find a way! Okay. Alles klar. So. Wie komme ich da runter? Fängt schon an. Ah, nehmen wir doch die Treppe. Also. Da ist eine Kiste, die will ich schon mal haben. Das heißt, wir machen erstmal diesen hier. So, dann diesen hier. Ich hoffe, das reicht. Und da. Nee. Da ist. Da kann ich ja gar nicht. Hoch. Okay, da müssen wir mal gucken. Ach so. Jo. Die Brücke muss ich bauen. Was ja Sinn macht, ne? Allerdings macht das nicht so viel Sinn, wie ich mir erhofft habe. Weiter komme ich da ja gar nicht dran. Mal kurz einen Überblick verschaffen hier. Okay, warte mal, dann tun wir das Ding hier mal weg. Und schieben mal das Teil darüber. Sieht doch schon mal gut aus.
einigermaßen. Da könnte ich jetzt vielleicht sogar schon... Nee, da komme ich aber nicht hin. Okay, warte mal, dann räumen wir das Ding mal aus dem Weg. Passt das? Und schieben das Teil mal dahin. Komme der mich vielleicht doch an die Kiste dran, ne? Ich sehe nichts. Noch ein Stück. In den Tempel. Erstmal will ich die Kiste. So viel Zeit muss sein. Aha. So nicht. Okay, aber jetzt sehe ich wenigstens mal, wie das Ding aussieht. Das heißt, das Ding muss dahin und das Ding muss da hinten hin. Alles klar. Machen wir das. Ah, geh doch einfach runter. Okay, dann. Tun wir das Ding mal hier weg. Weiter geht's nicht. Okay. Oh, fuck. Ich würde sagen, wir scheißen auf die Kiste. Ja, mach mal nicht so einen Stress, Junge. Na, weil bis ich das jetzt rausgefummelt habe hier. Nee. Lass mal. Ich glaube, hier rappelt's gleich gewaltig. Edgar? Just behind you. Oh. Who the hell are you? Hey, wo ist meine Armbrust? Was seid ihr denn für Viecher?
Boom. Tell. I found the plan. The locals call it La Orquia de la Vida or something foreign like that. We get this back to Calico, squeeze it out, and maybe we have ourselves a way to turn this around. I'm sorry I got you into this. Getting your ass out of the fire has kind of become a habit. Edgar, you can't keep doing this forever. When those ticks attack the manor, what did your father do? Run? Nah. He kept on squeezing the trigger. That's what he did. People like us don't retire, Jesse. Even if you're lucky enough to live long enough, you'll soon realize there's nothing waiting for you. There is no normal for people like me or your father. And I was naive to think there might be some normal for you. Anyway, now that just about everyone else in the Institute is dead, I figure you and your daddy are gonna need all the help you can get to build things back up again. Well, first you give me those pretty flowers, then you get all emotional on me. Edgar, you ain't gonna try to kiss me now, are you? You little shit. Ta-dum. Das ist doch ein guter Moment, um aufzuhören. Scheint das Ende der Mission zu sein. Von daher machen wir Tuck und ich wünsche euch schöne Ostern. Schöne Zeit mit Familie, Kindern, Freunden, was auch immer ihr vorhabt. Und dann, ja, schlaf gut, süße Träume. Und ich bin offline, wie gesagt, bis Montag. Mittag, Nachmittag, früher Nachmittag, je nachdem. Und dann sehen wir uns wieder mit Wreckfest und Fortnite. Also, wenn ihr die Glocke nicht aktiviert habt, tut dies, damit ihr das nicht verpasst. Das wird bestimmt lustig. Alles klar, bis dann. Bye, bye.